Heute gehen wir gemeinsam für den Herbst einkaufen. Schreibt unbedingt in die Kommentare, wo ihr am liebsten für Herbst einkaufen geht. Denn heute nehme ich euch mit zu Depot. Dieser Depot hat sogar zwei Etagen. Schön ist bitte dieser Fischgrätboden. Habt ihr auch bereits eine Herbsttasse zu Hause? Und wie genau sieht die aus? Und jetzt seid ehrlich, würdet ihr euch Tanzapfen im Laden kaufen oder würdet ihr die lieber sammeln gehen? Ich muss ja ehrlich sagen, dass ich zu Hause gar keine Pflanzen habe, aber dafür eine Menge an Trockenblumen. Und jetzt kommen wir meiner Meinung nach zu der schönsten Abteilung von Depot. Weil wie ästhetisch sind diese ganzen Küchensachen? Ich habe davon nichts mitgenommen, aber ich wünschte, ich hätte dafür Platz. Ich habe auch so coole Salz- und Pfefferstreuer für den Herbst, aber meine sind in Geisterform. Ein richtig cooles DIY, was ich gesehen habe, dass manche Leute sich Herbstblätter in die Fenster kleben. Habt ihr bereits etwas gesichtet, was ihr unbedingt kaufen möchtet diesen Herbst? Weil wie cool ist diese Keramikabteilung und diese Kürbisgläser? Bei manchen Sachen war ich mir gar nicht so sicher, ob es eher Weihnachts- oder Herbstdeko sein sollte, aber Depot scheint das alles schon ein bisschen zu mischen. In welchen Farben dekoriert ihr eigentlich für Herbst? Bei Depot hatten sie von blauen, rosa bis orangenen Kürbissen wirklich alles. Früher hatte ich tatsächlich ein bisschen rosa Herbstdeko, aber das habe ich mittlerweile alles weggegeben und dekoriere nur noch in braun und Orangetönen. Das ist genau ein Kranz, den ich mir persönlich kaufen würde und an meine Tür hängen würde, aber ich habe mir gerade erst einen blauen, weil der besser zu meinem Flur passt, gekauft. Und können wir mal dieses Tischset appreciaten? Das ist wirklich so schön geworden. Wenn ihr übrigens euren Balkon für den Herbst dekorieren möchtet, kann ich euch diese Blumensträuße empfehlen, weil die natürlich das Wetter aushalten und zudem super ästhetisch aussehen. Habt ihr übrigens schon mein Balkon-Makeover letzte Woche gesehen, was ich als Short hochgeladen habe? Da könnt ihr euch nochmal hilfreiche Tipps ansehen. Sowieso arbeite ich gerade an ganz vielen neuen Herbstvideos, die in den nächsten Wochen hochgeladen werden. Mögt ihr eigentlich Sonnenblumen für den Herbst? Ich verbinde damit etwas ganz Besonderes, weil ich früher in Kansas gelebt habe und Kansas bekannt ist als der Sunflower State. Gibt es eigentlich ein Tier, was ihr besonders mit dem Herbst verbindet? Ich finde Eulen immer sehr süß und Füchse. Wenn euch solche Videos gefallen und ihr noch kein Teil der Community seid, dann folgt unbedingt diesem Kanal, denn die nächsten Videos werden mehr Videos über meine Home Renovation sein.